Hallo, ich mache da jetzt mal ein Lost Place Video. Ist leider eine Touristenattraktion inzwischen geworden. Oh, da ist noch was drin. Nee, auch noch ein Bauschutt, ne? Also ein paar Betten habe ich jetzt schon gefunden. Ich bin jetzt extra mal von den anderen weggegangen und in die Kellerfraktion. Aber es ist halt alles ausgeräumt, ne? Einen mega geilen Pool hat es draußen. Ja, hier nicht. Ich muss mal höher auf die Balkons. Mal gucken, ob da. Ich zeige euch nochmal den Pool. Ich gehe nochmal zurück und die alte Rezeption. Ich weiß nicht, ob das saugt. Oh, das sah gerade aus wie eine Reisebusgruppe, die hier reingelatscht ist. So 20 Mann auf einmal oder so. Ah ja. Das ist natürlich scheiße jetzt mit den Leuten. Ne? Kann ich nicht filmen. Aber da sieht man mal ein Kleid. Oh, da muss ich auch noch hoch. Ne? Und da geht es noch hoch. Oh, da ist der Pool. Ah, hier geht eine Treppe runter. Dann gehe ich schnell mal hier runter. Das war mal ein rechtes Sporthotel. Ein WC-Sitz. Hallo. Könnte ich mitnehmen? Ich brauche noch einen für meinen Eimer, dass ich es ein bisschen bequemer beim Kacken habe. Ja, inzwischen kacke ich in den Eimer. Da ist der alte Pool. Da waren die WC-Anlagen. Da war ich schon drin. Und da sind halt auch noch alles Zimmerchen. Da gehe ich jetzt mal noch hin. Versucht das ein bisschen. Da geht es, glaube ich, zu den anderen Zimmern. Das war, meine ich, Rezeptionsraum. Ja, da hätte ich gearbeitet, vermutlich an der Rezeption. Da ist alles Büro dahinter. Das ist der alte Haupteingang. So, dann gehen wir mal. Oh, hier geht auch noch ein Kellergeschoss runter, aber das sieht schon sehr alles hier so bruchfällig. Ich weiß noch nicht, ob sie es mit Absicht rausgekloppt haben oder ob alles Verfall ist. Dann gehen wir, hier gab es noch keinen Fahrstuhl, das muss uralt sein, das Hotel. Nee, ich meine, das steht schon sehr, sehr lange leer. Gehen wir mal, oh, hier haben wir schon die Zimmerchen mit Balkon, hm? Ja, die haben wirklich alles rausgerissen. Nichts mehr drin. Ja, ein paar Bettgestelle habe ich gesehen. Das war sicher nicht genug. Das ist ein riesen Hotel. Die Balkone da drüben sehen alle neu aus. Ich hätte doch mal in den Trakt gehen sollen. Weil das Holz, das sieht mega neu, zumindest da drüben aus. Also das hier nicht. Das sieht sehr alt aus. Aber das da drüben ist alles neu. Ich muss noch mal in den Trakt gehen, glaube ich. Ich glaube halt nicht, dass in den Zimmern, hier bin ich gerade hergekommen. Warte mal, wo ging das jetzt hin? Ah, darüber. Also muss ich im Prinzip rechts laufen. Und dann sollte ich eigentlich, hey, hier ist wirklich nichts mehr drin. Oh, geil. Das ist mal ein geiler Dachboden. Ne? Nice. Was haben wir hier? Auch alten Abstellraum. Oh, hier liegt noch der Teppich. Ist das schräg? Mit dem hässlichen gelben Teppich. Und Kühe waren ja auch mal drin, so wie das aussieht. Als Kuhkacke. Überall. Oh, das war. Was war denn das für ein Raum? Da geht es die Treppe runter. Puzzle Room. Okay. Ah, jetzt sind wir hier über dem Pool. Oh, hier hat es eine geile Aussichtsterrasse. Hey, es ist wunderschön hier, ne? Es ist wirklich mitten in den Bergen. Es ist, oh, bin ich froh, dass ich hier an dem. Oh, hier wäre es jetzt. Hier fehlt eine Treppe. Irgendwie. Da war mal einer. Aber da geht es nicht mehr weiter. Wie komme ich denn jetzt? Scheiße, wie komme ich denn jetzt da rüber? Muss ich jetzt echt wieder eine Etage runterlatschen? Aber an dem Tag war ich dann in dem Fall schon. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir nochmal eine Etage höher. Ich nehme euch jetzt einfach mit.
Vielleicht habt ihr da Lust, ich musste vorhin auch, das hat mir die liebe Tanja geschrieben. Ich glaube, die hat mich ein bisschen abgecheckt und hat gesehen, dass ich auf Lost Places stehe. Und wo ich ihr geschrieben habe, dass ich noch vorher... Hey, das ist so schräg im Fall, ne? Oh, ich würde das gerne mal sehen, wie es aussah. Wo noch Leben hier drin. Aber wenn es keine Fahrstühle gibt, dann muss das wirklich verdammt alt sein. So, gehen wir hier nochmal gucken. Oh, 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 oh. Da gibt es ja doch noch was. Aber das sieht aus, das war... Da schläft jemand. Okay. Die Türen sind auch alle rausgerissen. Ja, die haben wirklich alles. Aber ich liebe diese Ansicht. Oh, da ist noch ein ganzer Schrank drin stehen. Teppich. Aber auch alles rausgerissen. Auch ich habe gedacht, dass ich vielleicht wenigstens eine alte Glühbirne oder irgendwas finde. Aber die hängen tatsächlich alles bis auf die großen Einbauschränke sind überall noch drin. Ja, die haben wirklich alles mitgenommen. Ja, jetzt sieht man es mal so ein bisschen von außen. Das ist so der Eingangsbereich. Da ist das große Ding, wo ich angefangen habe zu filmen. Ich weiß nicht, ob das da hinten noch alles Hotelzimmer waren. Ich habe keine Ahnung. Mega schräges Kopfchen. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Ich gehe mal noch ein bisschen höher. Weil das hat noch 2-3 Etagen. Weil ich weiß nicht, ob hier hinten noch was ist. Also Baumaterialien kriegt man hier mal mehr als genug. Hier haben sie die komplette Wand rausgerissen. Wieso? Verstehe ich nicht. Hier oben, was ist denn das? Ah, das ist Treppenhaus. Oh mein Gott, hier fällt mir... Was mir hier gerade einfällt ist... Oh, da steht auch noch was. Ah, das war vermutlich der Wäscheraum. Ah nee, da hinten hat es noch so ganz viele alte Sicherungen. Oh, hier hat es mal noch das Klo drin. Also das Waschbecken haben sie überall rausgerissen. Und die Duschen. Also ja, wie ihr hier seht, das ist noch so das Einzigste. Oh, ist das geil. Ja, lässig. Jetzt bin ich hier am Ende angekommen. Oh, da ist noch die komplette Einrichtung vermutlich drin. Nee, da oben nicht. Das Klo ist mal noch drin. Ja, also Baumaterial hat es mal wirklich mehr als genug, wenn ich hier was habe. Und oh, es hat halt nur Wald, ne? Mich würde es nicht wundern, wenn ich hier 10 Minuten in den Wald reinfahre und dann kann ich mir mein Papa-Camp einfach so bauen. Gut, geht's mal hier hoch. Hier war ich noch und da gehe ich auch wieder runter, weil da weiß ich nicht, wo ich hergekommen bin. Und dann ganz oben, da hat es noch. Oh, da geht es zum Dachboden rauf, aber da fehlen leider die Stufen. Eine Leiter habe ich nicht dabei, ich liebe das ja so. Ach so, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Was bedeutet dieses Auge? Ich meine, dieses Auge hat sicher irgendwas zu bedeuten. Oh, da ist auch eine Tür zu. Hallo? Also hier könntest du auch gleich ein Verstecken, dass du da kein Mensch aufhören. Ah, ja. Jetzt habe ich echt ein bisschen. Hallo? Tatsächlich, da ist noch ein Bett. Wollen wir nur meine Matratze drauf tun? So, ja. So, jetzt so. Random mischen? Nee, wie heißt das denn? Das Spiel von Bommel und Madin, das schaue ich immer so gern. Und das, hier das Objekt, das ist, denke ich, ein Traumprojekt für die Jungs. Und was mir so... Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder falsch gelaufen. Oh. Jetzt
ist auch noch das komplette Bett stehen. Aber wenn man sich die Betten anschaut, ist das wirklich uralt. Ich will nicht wissen, von wann. Boah, ist das cool. Ich war schon so ewig nicht mehr auf einem Lost Place. Sehr geil. Ja, hier stehen noch ein paar mehr Sachen rum hier oben. Ist halt weit zu tragen, ne? Jetzt fast überall. Ja, sie haben alle angefangen, irgendwie die Schränke rauszuruppen. Und dann irgendwie doch nicht. So, was ist hier hinten los? Ah, hier ist wieder ein Treppenaufgang. Dann gehen wir doch. Hey, nee, das muss wirklich von sonst was sein, das Hotel. Also hier, das ist ein Balkon. Das würde niemals ohne Gelände. Wow, what the fuck? Von wann ist dieses Teil? Ich muss mal googeln, wie das mal hieß und was hier mal los war, wann das geschlossen wurde. Und PJ Adventure ist mir eingefallen. Der macht ja, glaube ich, fast nur Lost Places, wenn mich nicht alles täuscht. Hier war ich schon mal. Den schaue ich auch so gerne. Der hat auch so ein Talent, so geile Häuser zu finden, wo mal Leute drin gestorben sind. Und der findet immer so eine geile Häuser mit Kompletteinrichtung. Das finde ich so cool. Deswegen schaue ich den so gerne, weil der so gerne so geile Dings zeigt. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ich glaube, von da bin ich gekommen. Ja, da oben ging es, glaube ich, genau. Da war die Treppe, die nicht runterging. Also ja, genau, da ist der Haupteingang. Den latsche ich jetzt nochmal runter zur Rezeption, wenn ich mich richtig zurecht finde. Ja, genau, hier ist die Rezeption. Genau, da ist die Rezeption. Jetzt ist die Frage, wo war ich denn hier noch nicht? Flo, keine Ahnung, wieso Flo? Habe ich meinen Taschentuch jetzt nicht mehr? Ja, ich muss. Pool. Ich setze mich im Pool und du füllst wieder. Hä? Ja, das war, meine ich. Ja, so richtiges Restaurant habe ich noch nicht gefunden. Ich würde bald vermuten, das war das Restaurant, weil da hat es Toiletten. Und wenn man hier rausgeht, ist der Pool. Also ich vermute, das war der Essensterrasse. Das wird der Essensraum gewesen sein, weil der ist so groß. Ja, da oben hat es noch. Wow. Nice. Huhuhu, so geil. Oh. Hallo, hallo. What the fuck? Wie haben die das denn? Da fehlt einfach mal so ein. Scheiße. Ja, da hat es so Lüftungen. Dann ist die Küche sicher da. Ja. Oder das war der. Küche? Wo geht's da hin? Da war ich noch nicht. Ja, da ist ein Wasserschlauch. Oh mein Gott. Jock. Was heißt Jock? Keine Ahnung. Oh. Ein übrig gebliebener Sessel. Da hat es auch wieder das Auge. Was heißt denn das Auge? Muss ich auch mal gucken. Oh, das ist noch nice gesprüht. Keine Ahnung, was das heißt. Aber was ist denn das hier alles? Narnia. Hallo? Wieso geht's da nach Narnia? Lift? Ah! What the fuck? Gibt's doch einen Aufzug. Aber. Und was ist hier? Kleine Zimmerchen. Keine Ahnung. Was war denn das? Für Zimmerchen. Das ist schräg. Ich finde das cool. Ich finde das ja mega. Was war denn das? Einfach so Löcher drin im Boden. Was warst du? Keine Ahnung. So, also in Narnia war ich schon. Dann gehen wir mal dahin. Oh, was steht?
steht da. Das war sicher die Küche. Hier hat es Fliesen. Das sieht aus wie ein alter Vorratsschrank. Aber da hat es auch überall den Fliesenrand. Das war vermutlich irgendwie mit Küche. Irgendwas. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Oh, da geht's runter. Gehe ich klar. Oh, da geht's auch runter. Wo gehe ich denn jetzt hin? Aha, hier kommt man wieder. Ah, hier ist man wieder. In, ja, das war sicher das Restaurant. Und hier ist so eine Art kleine Bühne. Da vermute ich, da fehlt auch eine Treppe. Die Lampen finde ich auch so cool. Und da geht es wieder runter. Alles klar. Wo gehe ich jetzt hin? Hoch geht's nicht, ne? Gehen wir erste Runde oder zweite Runde? Ich weiß auch nicht. Geh mal da hin. Mal gucken, ob es da was gibt. Kinderbueno. Ich bin so viel ruhiger inzwischen geworden. Ich kümmere, ja sicher, das mit dem Müll, das hast du überall, aber... Ah, ach du Jemine. Das war mal... Oh, was haben wir da? Ein Stuhl. Oh, nice. Noch ein Klo. Noch ein Stuhl. Das sieht aus, als ob das mal ein Stall war oder irgendwas. Ja, ich habe oben auch schon so viel Scheiße gesehen. Keine Ahnung. Ist da noch was? Ich glaube nicht. Ah, das ist vermutlich, ja, gehen wir die Treppe wieder hoch. Das sieht auch noch aus wie, ein, wie eine Art. Ja, da ist auch noch so eine Terrasse. So eine Riesenterrasse. Ich meine, das ist auch Kuhscheiße. Überall. Ich meine, oh ja, jetzt überall Kuhscheiße. Wo ist das? Oh, und das riecht sehr streng. Wo waren jetzt die andere Treppe? Will ich hier durchlaufen? Kommt man hier irgendwo wieder hoch? Oh, hier ist alles, glaube ich, voll aufgeweicht. Jetzt überall Kissen rumliegen. Pause.